Guten Abend, die Damen, die Herren, herzlich willkommen zurück zu einer gepflegten Runde Europa Universalis 4. Ich denke, es wird Abend sein in diesem Sinne. Zumindest nehme ich es am Abend auf und ich lade es am Abend hoch. Also, jetzt wo ich länger drüber nachdenke, es könnte auch morgen sein, deshalb großer Quatsch. Ja, neue Session. Ich habe viele, viele Kommentare gelesen. Ich bin genau auf dem letzten Stand, also ich habe alles hochgeladen. Heute ist Donnerstag. Muss jetzt erstmal spielen, um was Neues zu haben. Deshalb kommt heute wahrscheinlich auch keine Folge mehr, sondern jetzt müsste Freitag sein. Oder es wird jetzt irgendwie Donnerstag Nacht noch. Bevor wir hier voll reingehen. Eine Ansage, so ein bisschen. Ich habe mir vorgenommen, ich werde das Ganze ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger alles spielen. Ist mir jetzt auch beim Rendern immer aufgefallen, wenn ich den Ton nochmal gecheckt habe, ist dann doch arg schnell ist einfach, wie ich teilweise mich hier durchklicke oder auch einfach viel verpasse dabei. Und das ist natürlich der Stimmung ein bisschen abträglich. Da werde ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen drauf achten. Ansonsten, ja, 10. Folge jetzt gerade und wir sind gerade mal, oder schon, über 100 Jahre im Game. Also jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen geruhsamer für die nächsten Jahre. Da gern immer Feedback zu und generell sowieso Tipps, konstruktive Kritik. Super willkommen. Jetzt gehen wir aber rein. Wir wollen Krieg führen, wenn ich mich recht erinnere, gegen die Irokesen und ihre Verbündeten. Sind verbündet mit Ottawa Shawnee. Haben uns ja schon sind wir schon aufmarschiert. Hier will ich noch einen General mitnehmen. Fällt mir auf. Ja, wir nehmen euch einen neuen weiteren dazu. An zwei Fronten können wir gleichzeitig attackieren. Krieg erklären. Da müsste ich mal kurz noch gucken, ob das Sinn macht, die irgendwie... Oder ne. Na, jetzt Kriegsverbündeten quasi zu flaggen, aber wir können das... Ist ja Quatsch. Wir können das Land ja so oder so nehmen. Ah, Kriegsziel ist ruhig. Da können wir direkt aufmarschieren. Wir haben auch unseren Vasallen dabei. Müssen noch einen Tag warten, dann können wir auch hier unten einmarschieren. Kriegserklärung ist raus. Ah, wir kommen gar nicht mehr rechtzeitig rein, seht ihr? Ist jetzt schade, aber gut. Ansonsten, auch danke, das hier ist mir nämlich gar nicht aufgefallen, das habe ich erst in den Kommentaren gelesen. Da sind die Franzosen wirklich schon hier gelandet bei uns, in, ja, nahe Mexiko. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Ich dachte, wir hätten noch ein bisschen Zeit. Ich werde jetzt wahrscheinlich, wenn wir hier ein bisschen noch Fortschritte gemacht haben in Kuba, Panama in Besitz nehmen, den da. Und uns dann werden wir uns hocharbeiten, um dann wirklich Mittelamerika und die wichtigen Goldprovinzen zu besetzen. Denn die dürfen auf keinen Fall in die Hände der Franzosen fallen. Das wäre gelacht, das darf auf keinen Fall passieren. Und nach diesem Krieg machen wir dann nochmal ein kleines Roundup. Wie sieht es aus in Europa? Wie sind die anderen Kolonialnationen unterwegs? Jetzt aber erstmal Konzentration auf den Konflikt. Jetzt kommen wir doch noch in den Krieg, sehr gut. Also in den Kampf. Unsere Ehrenhaften, die Powhatan, eilen uns zur Hilfe. Die können wir dann nach dem Krieg wahrscheinlich auch integrieren. Beide Schlachten sind kein Problem. Es sind ja noch die Shawnee mit drin, aber die haben eine Tech-Stufe, die immer nur lächerlich ist. Stellen wir genug ab. Besetzen den Laden. Besetzen beide. Müssen aufpassen, dass wenn sie sich ja entschließen, gegen uns gemeinsam zu kämpfen. Immer Problem, weil seht mal, da haben wir jetzt fast die Hälfte nur an Truppen. Oh Gott. Okay, ich sollte doch meine Armee zusammenhalten, sehe ich gerade, wenn die sich da zu sehr gegen uns verbünden. Ja, jetzt die Shawnee sind nicht das Problem. Aber wenn jetzt die höher technologischen Einheiten dazukommen, dann wird es doch ein bisschen eng. Schon ganz schön viel Mann verloren, aber dieser Doppelschlag war natürlich eminent wichtig. Haben die jetzt zwei Festungen, oder was? Nein. Nur 1000 Mann, alles klar. Kurz verlesen, glaube ich. Ja, und der Rest unserer Armee beschützt natürlich die Kolonien. Die sollen in diesem Krieg auf keinen Fall leiden. Die haben wir ja extra hier nach hinten gezogen. Nebenbei können wir noch ein bisschen missionieren. Auch da habe ich gelernt, dass ich da ein bisschen mehr drauf achten könnte, sollte. Da die richtigen Städte vielleicht zuerst zu missionieren. Wichtig. Frieden mit Österreich. Weiter Gebiet, weiter Land an Frankreich. Da haben wir mal ein Auge drauf. Eieiei. Ich glaube, ich habe lange nicht so ein mächtiges Frankreich erlebt. Wenn überhaupt, also ich kann mich gar nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Mal schauen. Also Frankreich wird echt eine ganz harte Nuss für uns. Vielleicht schon irgendwie der
der Gegner dann am Ende. Mal gucken, wie es läuft. Oder sie kommen vorher. Und ja, werden unseren Anspruch auf die neue Welt zurückweisen. Denn ganz offensichtlich, zweite Kolonie schon. Borado, ganz offensichtlich hat Frankreich hier was vor. Die beschränken sich nicht nur auf Europa. Genau, zum Thema Missionierung, da wollte ich ein bisschen gucken, die höher entwickelten eigentlich erst zu missionieren. Also wo es mehr Einheit quasi zu generieren. Macht ja eigentlich weniger Sinn, wenn ich hier nur so gucke, da bekomme ich nur 1,2%, aber Nipmuck, sagen wir mal. Ich dachte, die marschieren da durch, deshalb habe ich gerade schnell reagiert. Na, nach Nipmuck. Nehmen wir doch erstmal Nipmuck. Nipmuck. So, ja. Jetzt sind wir natürlich eh schon durch. Die religiöse Einheit ist wiederhergestellt. Das ist dann jetzt auch nicht das Problem, aber grundsätzlich. Wir können einen weiteren Aspekt auswählen. Da habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Müssen wir kurz mal einschieben in diesen Krieg. Sinnvoll ist natürlich grundsätzlich Moral. Ne? Moral der Armee, Moral der Flotte. Absolut. Jetzt allerdings, wo wir doch nicht die ganz großen europäischen Konflikte wahrscheinlich sehen werden, tendiere ich eher zu was wirtschaftlich, was die Wirtschaft stärkt, haben wir schon ausgewählt. Produktionseffizienz wäre eine Möglichkeit. Kostenideen minus 5%, eigentlich ziemlich geil. Ein bisschen sparen können dabei. Machtpunkte, also ich würde sagen Produktionseffizienz, Kosten für Ideen, beide finde ich gut. Moral muss man später mitnehmen, genauso wie Disziplin auf jeden Fall. Wenn es dann in die ganz großen Konflikte geht, aber jetzt würde ich voran erstmal... Lass uns erstmal für die Wirtschaft was tun. Ich meine, wir können es ja später auch wieder entfernen und dann uns irgendwie was anderes überlegen. Aber für jetzt, für unsere Zwecke, die wir jetzt erfüllen müssen, brauchen wir eine starke Wirtschaft, um auch einfach unsere Kolonien natürlich ja zahlen zu können. Und wir haben ja eigentlich auch gute Produktionsgüter, also wir verdienen da ja durchaus eine Menge Geld mit. Moment. Die haben jetzt unsere... Sagen, warum wir da nicht die Armee anführen, aber ist dann unser Vasall dabei. Gemeinsam schlagen wir sie, kein Problem. Quarantäne. Der Rest hat sich ein bisschen zurückgezogen, nicht zu sehen, wo sie... Na, sie sammeln sich. Oh! Mishwaki, Otter... Wo kommen denn die anderen her? Die Su? Warum sind da plötzlich so viele da drin? Ha? Das verstehe ich nicht. Kann mir jemand sagen, warum die plötzlich da mit drin sind? Also nicht, ich glaube, die sind nicht so stark. Ich weiß, kennen wir die überhaupt? Mishwaki, ja, Stufe 7 und die Su sind hier Stufe 10. Okay, kein Ding. Zusammenführen... Jetzt muss ich doch kurz aufpassen, dass sie mir hier nicht auf die 1000 Mann gehen, sieht nämlich so aus. Dass ich mich dann entsprechend zurückziehe. Gleichzeitig aufpassen, dass die da nicht überfallen werden. Nicht sie abfangen. Müsste eigentlich gleich dazu holen sein, oder? Warum dauert das? Ach, da ist noch eine Provinz dazwischen gewesen. Ja, okay, da kriegen wir sie. Kein Problem. Solange die Indianer nicht zusammenarbeiten können. Keine Chance. Also die Militärtaktik seht ihr, ne? Das ist natürlich der ganz große Unterschied. Obwohl wir jetzt auch einen kleinen Malus haben hier. Jetzt gehen wir die Shawnee zurückschlagen. Der entscheidende Punkt in diesem Krieg ist einfach, dass wir die Massen, die sie natürlich ins Feld schicken können und auch die Reserven, die sie haben, die ganzen Nationen gemeinsam, dass wir sie immer einzeln erwischen und gar nicht erst zulassen, dass sie hier Land besetzen. Und wir sollten unbedingt jetzt auch mal sparen, dass wir wirklich uns mal eine Festung bauen. Wir haben jetzt wirklich schon ein vergleichsweise großes Reich hier errichtet, an Provinzen einfach gemessen, aber fast keine Festungen. Weil natürlich alles auch noch ein bisschen provisorisch ist, um ehrlich zu sein, ne? Muss jetzt mal gucken, wo sich es jetzt entwickelt, wo wir am Ende wirklich uns niederlassen, was so die ganz wichtigen Provinzen sind. Dadurch, dass es so ein sich immer weiter ausdehnendes Reich ist, ist es noch so ein bisschen fraglich alles. Wo die definitiven Grenzen jetzt in nächster Zeit liegen. Und ich bin da eigentlich jemand, der da echt viel Feinschliff immer gerne betreibt. Apropos Feinschliff für unser Weltreich. Letzte Idee, da nehmen wir auch 1,9% Inflation, beziehungsweise Korruption mit. Auch da unsere überlegene Armee.
Bewegungsgeschwindigkeit hat er, okay. Boop. Komm wieder mal durch. Na, langsam, langsam, ne? Wird jetzt gleich fallen. Ich hätte mal den Anführer da reinnehmen sollen wieder. Habe ich eine Belagerungswerte hat? Ne, keine. Okay, dann ist es eigentlich egal. Also das Land hier überall, ne? Die Appalachen. Das müssten sie sein, ne? Genau hier. Dieser Gürtel, der sich hier von Süd nach Nord durchzieht. Das sind die Appalachen. Das wird auch unser erstmal, sagen wir mal, unser vorrangiges Ziel sein, der kolonialen Bestrebungen, uns hier so die Küste hinab zu bewegen. Beziehungsweise nach Norden und nach Süden. Und die Appalachen bleiben erstmal ein Hindernis, das wir sobald nicht überwinden werden, vermutlich. Weil erstmal der Fokus natürlich auf der Karibik liegen muss, auf hier Mittelamerika, unsere Einflusssphären auszudehnen. Auch da habe ich gelernt, hätte ich mal gucken müssen, wen wir hier eigentlich fördern und behalten. Unser Großkonsul ist natürlich der Wahnsinn. Kolonialwachstum plus 15%. Ah, den müssen wir behalten. Auch wenn es Tradition kostet, aber da muss man jetzt auch mal dranbleiben, ne? Also, da auch nochmal danke für die Tipps, also ganz besonders. Da habe ich wirklich, glaube ich, da war, glaube ich, am Anfang, dass ich da einen genommen habe, der wirklich scheiße war. Also scheiß Fähigkeiten hat, und den habe ich einfach behalten. Das ist natürlich Quatsch. Hätte ich besser aufpassen sollen, wen man da behält, bis es sich dann auch wirklich lohnt. Nicht einfach irgendjemanden nimmt. Dann wartet man lieber nochmal 4 Jahre und investiert dann die Tradition in den Richtigen. Und der ist natürlich der Richtige. Der ist noch nicht zu alt. Er ist Expansionist, ist genau das, was wir brauchen. Wir haben so einen Wahnsinnsbonus gerade auf unsere Kolonien. Lass ich mal angucken. Okay, da fehlt uns ein bisschen was, aber ansonsten Boni ohne Ende durch Technologie, Expansion, schnelle Kolonisten, Land der Möglichkeiten, die Politik, die wir fahren, haufenweise. Da gehen wir mal in die zweite Reihe. Ich will erst die hier durchziehen und dann einen nach den anderen rausnehmen. Ah ja, Prestige. Komm, sobald auch nicht ins Plus. Da fehlt uns ein bisschen noch an Moral natürlich. Ein bisschen ist gut, ganz schön viel. Weil wir gewinnen ja relativ viel Prestige durch das Kolonisieren. Was jetzt echt schon für vergleichsweise jetzt, na, man bedenkt, dass wir im Jahr 1564 sind, jetzt schon ziemlich schnell voranschreitet. Und es wird immer noch schneller gehen. Wir stehen jetzt natürlich zurück. Wie gesagt, ich würde erst gerne die hier besetzen. Ja, wir nehmen die auch kurz mit. Wir marschieren gleich geschlossen. Kein Stress. Schon mal ein Stückchen dahin, so in die Richtung. Ist ja auch Quatsch. Wir können ja eigentlich hier durch die Eingeborenen. Na, er will immer automatisch nicht da durchziehen, aber ist eigentlich Bullshit. Komm, schnell die Belagerung durchkriegen. Und dann hier attackieren. Ich würde fast Irokesen, Shawnee, Ottawa. Also, die haben schon natürlich Technologien, die mit uns mithalten können. Jetzt aber, oder? Jawohl. Kurz bündeln. Dann können wir sie hier nämlich in der... Ach, ist gar nicht die Festung. Die Festung ist dahinter. Können wir sie da zurückschlagen. Vielleicht sogar jetzt auch aufpassen. Schon rausnehmen. Na, so. Müssen wir mal dann manuell sie da lang schicken. Können wir sie schon rausnehmen. Ne, ne. Fehlt noch ein bisschen was, aber nicht viel. Nicht, gar nicht mal so viel. Die Shawnee fliehen vom Schlachtfeld. Sie wissen, was sie erwartet. Unsere Armee kennt kein Pardon. Entweder mit uns oder gegen uns. Und die Ufer des Ontariosees werden blutrot gefärbt, aber auch von unserem eigenen Blut. Also wie gesagt, in der Masse, weil sie immer wieder neue Leute ins Feld schicken können. Natürlich kostet es unglaublich viel Energie auch. Das ist wirklich ein nach dem anderen. Das ist eine gute Provinz, Potomac. Will ich unbedingt haben. Den Fehler haben wir ja auch nicht nochmal. Ja, Kupfer. Da werden wir dann schön noch die Produktion pushen. Das wird sich richtig lohnen. Jetzt holen wir uns mal die Shawnee. Deren Hauptstadt. Grundsätzlich würde ich auch einfach sonst noch ein paar Vasallen machen, wenn es Land ist, das wir nicht direkt mitnehmen können. Natürlich erstmal besetzen, was geht.
Aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben, ne? Wir ziehen jetzt den Krieg hier so durch. Die hauptsächlichen Gebiete sind nämlich die drei Provinzen hier. Und darüber hinaus gucken wir mal, was wir vielleicht zu den Vasallen machen oder so. Sieht schon ganz gut aus. So, die Hauptstadt. Ja, da stehen wir schon hin, wunderbar. Auch gefallen. Und die haben immer noch, naja, immer noch gute 17.000 Mann oder so, ja. Aber langsam brechen sie. Die können wir gleich einzeln dann pflücken, sich auch ein bisschen Geld rausholen. Ich mache es mal. Kann er im Kriegszustand in den Fog of War reinmarschieren? Darf ich ein bisschen was entdecken? Jetzt muss ich echt aufpassen. Die lasse ich vielleicht sogar einfach kommen. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch super lange dauert. Dieser Krieg. Hat er jetzt eigentlich die Kanonen da drin gelassen? Sollte ich vielleicht. Die sollte ich vielleicht in die Belagerung schicken. Zumindest die eine, die ich da noch habe. Ja, und dann haben wir zwei Kanonen. Ist doch ganz gut. Zwei Artillerieeinheiten. Noch braucht man ja nicht so viele für den Bonus, aber schon so ein paar. Shawnee könnten wir vielleicht sogar besetzen, weil es hier an die... Wobei, ich weiß gar nicht, ob es an die Wester... Wir haben ja keine direkte Verbindung. Ich glaube, deshalb können wir es nicht annektieren, ne? Ginge das? Darf ich nicht, ne? Ja. Also de facto kann ich ja nur die drei Provinzen nehmen und den Rest müsste ich dann zu einem Vasallen machen. Ups, habe ich eine... Bisschen zu weit. Ich will die Armee jetzt wie nicht zu weit auseinanderziehen. Aber vielleicht machen wir die Shawnee dann zum Vasallen. Ja, unsere neuen Freunde jenseits der Appalachen. Die lassen wir ruhig jetzt durchbrechen, ist kein Problem. Wir sehen mit Sorge, dass die Bretagne sich immer weiter ausdehnt und auch Kastilien geht dann doch schneller, als ich dachte. Ich dachte eigentlich, dass die extrem gehemmt werden sein würden. Kastilien und Portugal besonders, aber wenn ihr euch mal anguckt, Portugal, die sind auch hier unten schon, ganz schön aktiv im Süden. Aber wie gesagt, eigentlich gut. Eigentlich ist es nichts, was schlecht sein muss, weil wir dann durchaus in Kriegen... uns das Land auch nehmen können und nicht alles selber in Besitz nehmen müssen. Nur hier unser, sagen wir mal, Kernreich, das will ich schon natürlich gesichert sehen und de facto aber werden wir eine Grenze bekommen mit Frankreich. Und zwar sehr, sehr schnell, ne? Die werden hier sich ausbreiten Richtung Louisiana. Wir können sie, wir werden nicht so schnell siedeln können, als dass wir sie hier komplett abschneiden können, auch gerade Richtung Kalifornien. Natürlich die Grundsteuer. Also, die werden sich hier etablieren und wir werden da nicht jetzt komplett sie, sagen wir mal, davon abhalten können. Wir können natürlich unsere Gebiete hier abstecken. Gerade einfach die Ostküste, aber darüber hinaus. Aber macht es halt auch irgendwie spannender, finde ich, mit dieser Supermacht eine Grenze zu ziehen quasi, beziehungsweise die Kolonialnation dieser Supermacht. Das ist natürlich dann schon ein strategischer Vorteil, dass wir einfach auf diesem Kontinent zu Hause sind, beheimatet sind. Aber diese Staaten können A, auch sehr große Armeen ins Feld führen. Und B, sind sie, ja, einfach natürlich verbandelt mit Frankreich. Und die werden dann auch Armeen schicken. Das kennt man eigentlich aus anderen Kampagnen. Ist mir zumindest immer so passiert. Kurz bevor wir weiter Krieg führen, haben wir irgendwo was fertig gebaut, ne? Da, Moron. Ich will unbedingt Kuba ganz, deshalb pushe ich jetzt gerade erstmal auf die gesamte kubanische Einheit hierher, will ich herstellen. Kuba und dann vielleicht noch Jamaika und die Inseln und die Bahamas und dann gehe ich nach Panama. Also die, na so als Fahrplan, ne? Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kolonien, die wir hier noch richten oder starten, Provinzen. Dann nach Panama weiter. Sollte sich vom Zeitplan so ausgehen. Jetzt gucken wir mal. Ich will ja einzelne Friedensverträge machen. Reicht immer noch nicht, ne? Weil da zu viele Truppen am Leben sind. Wo können wir jetzt noch hin? Ottawa ist noch ganz schön okay, sagen sie. Shawnee können wir wahrscheinlich gleich rausnehmen. Wir marschieren jetzt zu den Sioux. Aber die haben schon wieder fast 25.000 Mann aufgestellt. Man weiß nur nicht, wo sie sind.
Deshalb marschieren wir lieber als eine Einheit, auch wenn das natürlich... Ah, das geht jetzt natürlich gar nicht, ne? Oh, da fehlen mir die Wegerechte. Beziehungsweise ich weiß, kenne halt dieses Gebiet hier nicht. Ich müsste jetzt extra einen Conquistador einstellen. Conquistador ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich gerade erst den zweiten Anführer ausgewählt habe. Ja, das machen wir ruhig. Ich will da Zahlen nochmal kurz ein bisschen. Nur militärisch sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Wo ich durchmarschiere, dann werde ich den danach entsprechend nutzen. Das gefällt mir nicht so richtig. Also wir brauchen ihn so oder so, von daher egal. Wir müssen ein bisschen das Land kennenlernen, in Richtung französischer Kolonien, um einfach da immer zu sehen, was passiert. Hier muss ich jetzt auch aufpassen. Jetzt fallen sie nämlich hier doch ein. Unangenehmerweise. Genau jetzt müsste eigentlich die Revolte kommen. Genau aufpassen, dass ich nicht irgendwie jetzt die paar tausend Mann da verliere. Das wäre unangenehm. Ach, da war es nach wie vor extrem kriegsbegeistert. Das irritiert mich. Was ist mit euch, Shawnee? Werdet ihr ein Vasall sein? Werdet ihr der Republik folgen und uns Geld bezahlen? Jawohl, werden sie. Wir können kein Land fordern. Machen wir das so? Sehr gut. Ja. Unsere Koalition der Willigen. Oder nicht ganz so Willigen, aber sagen wir, wir haben sie überzeugt. Besser an unserer Seite sterben als untergehen. Bessern die Beziehungen direkt natürlich. Dass auch entsprechend eingezahlt wird in unsere Kriegskasse. Warum marschiert ihr denn nicht weiter? Geht das nicht? Achso, wahrscheinlich, weil sie hier nicht durch können, ne? Jetzt werden sie gleich blockiert werden. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Okay, vielleicht beenden wir es dann doch, wenn ich jetzt sage, wir die rausnehmen. Ich will jetzt da nicht ewig rummarschieren, das war vielleicht doch jetzt ein bisschen... Was muss ich da jetzt hinmarschieren? Die besetzen? Kann eh nichts nehmen von ihnen, außer ein bisschen Gold. Dann beenden wir das jetzt hier. Potomac. Unsere Mission abgeschlossen. Ganz gut jetzt auch die Rekrutenreserve. Ist nur wichtig, dass wir die hier natürlich tilgen können von der Karte. Einen Tag noch warten. Es könnte sein, dass das nicht geht. Nee, dachte ich mir fast. Shit. Dann muss ich selber trotzdem erst zurückschlagen. Und wahrscheinlich auch den Weg außenrum gehen, weil ihr seht ja, hier ist besetzt quasi. Passt aber, alles okay. Können wir schon mal gerne Provinzen erstellen und erstmal um die Heimat schützen. Barakoa. Ja, das ist sehr gut, ne? 25% nochmal Bonus. Bei 10% 25% Bonus, ja. Genau, wir wollen auf jeden Fall da ja hin. Machen wir da direkt als nächste. Hier weiter. Minderheit im Wohlstand. Auch das unterstützen wir natürlich. Kann ich die Shawnee eigentlich jetzt in unseren Krieg noch reinholen? Nee, ne? Kann sie nicht zwingen, diesen Krieg jetzt beizutreten auf unserer Seite wahrscheinlich, ne? Ich würde das aber wahrscheinlich... Ne, die annektieren wir eh gleich. Ist dann egal. Wo ist unsere Armee? Warum bewegt ihr euch nicht? Ich hätte sie doch da eindeutig gerade hingeschickt, oder? Bisschen irritierend. Okay, dann holen wir uns die nämlich als nächstes. Und dann kommt ein sehr, sehr schöner Krieg, den wir dann gegen die Schicksal führen können. Ne? Und dann seht ihr, wie sich hier auch schon das dann langsam... unsere Kontrolle quasi sich ausdehnt. Alles dann hier so runter bis nach Florida. Wie gesagt, erstmal die Appalachen werden unsere Grenze so ein bisschen bilden, unsere geplante. Auch schön, guter, das ist ja super, ne? Plus 50%, also minus 5% Technologiekosten. Kolonialwachstum ist genau das, was wir brauchen. Strafkolonie in Bayamo etablieren. Absolut, wir wollen mehr Kolonialwachstum. Schafft sie heran, die Sträflinge. Ist der Frieden möglich? Den sitze ich jetzt einfach aus. Ich warte jetzt einfach, dass
dass sie dann sagen, okay, wir ergeben uns und besetzen so lange diese Provinz hier zur Sicherheit. Hatten wir noch Kredite am Laufen? Oh ja, einen. Können wir tilgen. Und sogar ein ganz kleines Plus, aber das brauchen wir jetzt auch mal, um ein bisschen in die Wirtschaft zu investieren. Das habe ich jetzt in den vorhergegangenen Let's Plays immer ein bisschen... man würde immer gerne das Gold nehmen, diplomatische Macht natürlich schon besser. Habe ich in den vergangenen Let's Plays einfach zu spüren bekommen, dass man da natürlich dann richtig bezahlt, wenn die Wirtschaft nicht gut dabei ist, ne? Das merkt man dann meistens erst 50 bis 100 Jahre später, finde ich. Wenn man jetzt die Wirtschaft vernachlässigt in der Phase des Spiels, kann man später einfach, ne, kann man die Armee nicht richtig wirklich unterhalten, ne? Das Limit explodiert dann irgendwann, aber ich kann es gar nicht wirklich ausschöpfen. Ich habe vor allen Dingen dann Probleme, nehmen eher die Tradition sogar mit und holen uns die Punkte dann auf der anderen Seite zurück, indem wir stärkere Herrscher nehmen. Also jetzt eine starke Wirtschaft wird uns eben sichern, insofern, als dass wir später dann Universitäten bauen können, auch Manufakturen bauen können und dann einfach in der Forschung mit dabei bleiben können. Muss man jetzt schon mal drauf gucken quasi. Nehme ich tatsächlich das Gold. Wobei die Meinung... Ich nehme mal das Prestige, wie sie mich gleich annektieren. Das hatte ich... Ich will es auch gar nicht jetzt so spoilern, ne? Wie quasi andere Let's Plays liefen. Aber ich kenne es aus anderen Spielen, dass wenn die Wirtschaft zu schwach ist, man dann selber einfach 100 Jahre später das merkt. Kann keine Universitäten bauen, man hängt dann wirtschaftlich hinterher, man hängt technologisch hinterher, hängt dann militärisch hinterher. Es ist dann ein riesen Rattenschatz, der da dran hängt. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir wirklich hier mal dran, diese Küste zu arbeiten. Und gucken mal, ob wir jetzt Frieden machen können. Können wir. Können wir noch ein bisschen Geld mitnehmen auch, oder? Kriegskasse. Akzeptieren. Wunderbar. Krieg beendet. Ah nein, da will ich nicht missionieren. Die werden wir erst integrieren müssen. Nein, jetzt habe ich auch da die... Falsche. Abbrechen. Sonst muss ich da warten. Kommt's noch. So, jetzt missionieren wir irgendwas anderes erstmal. Wild. Die haben wir sogar niedergedrückt jetzt, ne? Die Unruheherde hier. Wo kommt ihr jetzt hinmarschiert? Ach, tatsächlich dahin, okay. Die Stände wollen Provinzen, die Bürger, okay. Nächste Kolonie. Ja, jetzt geht's aber echt zur Sache. Wir gehen mal ganz kurz so runter vom Tempo. Alles abarbeiten. Wie gesagt, es wird jetzt ein bisschen langsamer, ein bisschen entspannter. Welche Provinz war das? Die hier, ne? Dann holen wir jetzt auf jeden Fall Barakoa, ganz wichtig für die Mission. Na, es wird ein starkes, ist ein richtig gutes Land hier. Gute Produkte, gute Entwicklung, gerade Havanna natürlich. Jamaika. Es wird so ein bisschen das Kronjuwel unseres Empires. Oder unser Republik, selbstverständlich. Jetzt könnten wir schon die nächste Tech quasi hier mitnehmen, nächsten Aspekt. Was hatten wir noch im Blick? Also ich gucke nur noch mal durch. Missionarstärke, Disziplin, nee, alles erstmal noch nicht relevant. Müssen wir später hingehen quasi. Müssen wir natürlich dann bezahlen, neu. Kostenideen würde ich jetzt nehmen. Oder Rekrutenreserve, Regeneration, wobei das geht auch relativ schnell. Oder republikanische Tradition. Wir haben jetzt viel in Ideen investiert, ist das Ding. Das ist jetzt eher die Frage. Ich werde es natürlich erstmal auf Tech setzen und muss in Tech investieren. Weil der Malus immer weiter wächst. Ich bin hin und her gerissen zwischen Rekrutenreserve und Ideen. Ich bin immer so jemand, der ganz gerne einfach wirklich voll mit dabei ist. Entwicklungskosten ist natürlich auch reizvoll. Das spart natürlich auch richtig Machtpunkte. Ich gucke halt wo, naja, ich glaube, Ideen sparen wir vielleicht gar nicht mehr so viel, aber bei den Entwicklungskosten, das machen wir mal, tatsächlich, glaube ich. Weil ich gerade, da wo jetzt Punkte übrig bleiben, erstmal dann entwickeln werde. Vor allen Dingen dann, wenn jetzt der Malus immer weiter wächst, dann werden es die nächsten Missionen, die nächsten Technologien noch mitnehmen. Also bis 20-30%. Und dann müssen wir das mal irgendwie auffangen. Rivalen können wir wählen. Kastilien, ha, wie cool.
Ja, es wird immer europäischer. Neue Idee. Ja, okay, wie gesagt, da haben wir lassen jetzt erstmal die Finger von. Was aber ganz wichtig ist, die Richtlinie, 20% Kolonialwachstum nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, was bräuchte man für die hier? Da brauchen wir die Plutokratie, denn, weil da haben wir nochmal 10%. Und das ist halt die absolute, das absolute Overkill dann am Ende. Kolonialwachstum ist schon ordentlich jetzt, 135. Für die Phase des Spiels vor allen Dingen. Also, dann werden wir jetzt mal, also Kolonien sind alle auf dem Weg. Ich will hier mal, nehmen wir mal 4000, 5000 Mann. Stellen wir ab. Schicken sie mit dem Conquistador auf die... Ach, das geht ja gar nicht. Als Kolonialnation können wir das natürlich gar nicht machen. Aber dann müssen wir es quasi manuell machen. Nicht hier. Ich muss sie mal so auf so eine Reise schicken. Mal die Reiseroute für die nächsten... Na? Geht da nicht hin? Das Land ein bisschen hier kennenlernen. Hier den General reinsetzen. Und dann habe ich ja gesagt, wir gucken uns nochmal kurz an, was so... Oh, Bürger, vergessen, die erst. Ah, Bürger, 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 das hier? Ja, kommt. Dann ist da auch Ruhe. Das mal in der nächsten Folge in Ruhe ausbauen. Ich wollte nochmal eine Übersicht geben, mir selbst und euch. Was so der Stand ist. Aha, Kastilien. Ist das schon vor unserer Haustür jetzt? Also da wird es auf jeden Fall Krieg geben und die Kolonien. Das wird wahrscheinlich der erste Europäer-Konflikt. So einen alten Nachbarn und alten Brüdern wird es mit Kastilien geben, ganz sicher. Und dann, wie gesagt, Portugal. Dehnt sich aus. Granada geht eher nach Afrika. Aber überhaupt Granada. Schon spannend. Kastilien ist auch ein bisschen... Unterwegs. Ich glaube, hier hat sich nicht so viel getan in der letzten Folge. Kastilien wäre mal wichtig zu sehen. Verbündet mit Bretagne und Portugal. Und Junior Aragon. Ist eigentlich ein sehr, sehr dankbarer Gegner für uns. Weil wir dann in den Krieg kommen mit der Bretagne, da haben wir auch ein Interesse. Lassen wir sie auf jeden Fall noch ein bisschen siedeln hier. Weil sonst sind die anderen Verbündeten, die direkten Verbündeten, ne? Wenn wir sie direkt angreifen, wäre Frankreich. Also Kastilien, da wird es wahrscheinlich dann zur Sache gehen. Frankreich... Hat sich, wie gesagt, ja hier noch weiter ausgedehnt, ne? Das Reich wird ganz schön zusammengeschoben zwischen Frankreich, Ungarn und Polen, Litauen. Moskau, sind die immer noch unter dänischer Fuchtel, ja, sind sie. Und die Osmanen haben sich, glaube ich, noch weiter ausgedehnt. Das habe ich jetzt immer noch hier unten gesehen, aber... Holy shit, also für 1567 ist das ein gewaltiges Osmanenreich, ein gewaltiges Frankreich. Es wird sehr, sehr spannend zu sehen, wer sich da durchsetzt. Ich würde auch gerne nach Asien gucken, aber wissen wir noch nicht so viel drüber. Die Großmächte, ja klar, Osmanen, Frankreich, Polen, Litauen, die Ming, ziemlich abgeschlagen, aber denen fehlt auch die Technologie. Dänemark auf 5, ja gut, klar, durch den riesen Vasallen gewissermaßen in der Personalunion. Wir selbst sind dran, ne, ihr seht, wir kommen immer näher, es fehlt nicht mehr so viel. Ich meine, das ist die Entwicklung, das ist die Wertung, ja. Also wenige Punkte, dann werden wir zu groß machen und das ist doch schon was. Also, das dürft ihr nicht verpassen. Auch das Wachstum des Hafens von Havanna. Stark. Guckt es euch an, das lohnt sich so richtig. Ja, jetzt wird es ein richtiger Hafen. In der nächsten Folge gucken wir uns ein bisschen mal wieder die Interne unseres Landes an. Ah, die wollten wir integrieren, das vergesse ich sonst. Wenn die Integration durch ist, dann kommt der nächste Krieg gegen die Chicksaw. Und wir bereiten uns gedanklich auch schon mal auf einen Konflikt mit den Europäern vor, hier um Kastilien und Bretagne. Aber die sollen sich schon noch ein bisschen ausdehnen, bis wir das Land auch entsprechend alles an uns reifen können dann. Aber wir sind definitiv, hat Kastilien hier mit den Turksinseln eine rote Linie überschritten. Die habe ich genau für uns so definiert gehabt. Also... Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.